Tja, hallo, zusammen zu unserem Fallschul- und Rangelraufen-Kurs. Der würde jetzt eigentlich jetzt wieder neu starten. Ja, wir haben aber gerade leider keine Anmeldung dafür hier. Deshalb habe ich mich entschieden, ich mache die Fallschule hier ein bisschen mit euch. Dann könnt ihr ein bisschen was lernen. Könnt ihr auch so ein bisschen üben, wer Lust hat. Und das Rangelraufen werden wir... werde ich nur keine Übung mehr vorzeigen. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach die alten Videos nochmal angucken, die wir gemacht haben. Wir haben ja, ich glaube, in dem Bereich fast 15 Videos drin. Dann könnt ihr da das Rangelraufen mitmachen. Aber die Fallschule fange ich nochmal ein bisschen von Neuem an. Schadet vielleicht keinem, das mitzumachen. Und auch den Kleinkindern, die sich jetzt schon vorab angemeldet haben, danke erstmal an die. Für die mache ich dann auf jeden Fall schon mal die Fallschule dazu. So, zur Fallschule. Muss ich auch ein bisschen was erklären. Das merkt ihr dann schon. Wir machen immer ein bisschen Krafttraining und dann machen wir so verschiedene Fallarten mit einer Mutprobe. Das geht so immer so knapp 20 Minuten lang, so dieses Programm. Also nicht so wie früher, so 25 Minuten, sondern wir machen nur 20 Minuten. Also, dann legen wir los. Damit ihr fallen könnt, ja, machen wir sehr viel Krafttraining. Warum Krafttraining? Die Muskeln sind wie Kissen, die eure Knochen schützen. Ja, so müsst ihr einfach sehen, das sind eure Kissen, wenn ihr da drauf fallt, dann dämpft das Kissen, schützt den Knochen, damit er nicht bricht. Es gibt aber Teile in eurem Körper, wo keine Kissen und keine Muskeln wachsen. Da ist der Kopf, da sind die Ellbogen, Knie, überall da, wo es tock, tock, tock macht, wie wenn er voll schlägt. Ja, da sind keine Kissen drüber. Und die müsst ihr natürlich besonders schützen. Ganz wichtig ist der Kopf, das ist das wichtigste Teil in eurem Körper. Da drin ist das Gehirn und das könnt ihr leider durch nichts ersetzen, durch keine Maschine. Ein Herz, da könnt ihr eine Herz-Lungen-Maschine, gibt es da, die das Herz so ein bisschen ersetzt. Alles, was hier drin ist, kann durch eine Maschine ersetzt werden. Aber das Hirn, was da mal kaputt ist, kann nicht mehr durch irgendwas anderes ersetzt werden. Da müsst ihr sehr gut auf das aufpassen. Und unsere erste Übung, die wir machen, ist, ihr legt euch auf den Rücken. So, Hände auf den Bauch und dann haltet ihr mal den Kopf hoch. Ja, und ihr haltet jetzt so lange den Kopf oben. Ihr seht, ich gucke immer euch an. Ja, ihr haltet so lange den Kopf oben, bis mir 10 Tiere eingefallen sind, die andere Tiere auffressen. Okay, vielleicht könnt ihr selber ein bisschen mitraten, was ihr so alles kennt. Welche Tiere fressen andere Tiere auf? Okay, wir starten. Alle Kopf hoch. Kopf darf nicht auf der Matte sein und nicht auf eurem Boden. Schön oben halten. Ja, so. Und wir starten. Als erstes, sage ich mal, eine Katze. Eine Katze frisst eine Maus, aber auch eine Maus frisst Würmer. Genau. Da nehmen wir einen Adler. Ja, ein Adler frisst auch eine Maus. Da nehmen wir ein Hai. Der isst andere Fische. Wir nehmen einen Löwen. Ja, frisst Antilopen. Wir nehmen einen, jetzt wird schon schwer, ein Tiger. Ja, ein Tiger frisst auch andere Tiere. Wir nehmen noch einen Leopard. Oh, Kopf wird immer schwerer. Jetzt haben wir 8, ne, 7 haben wir. Ja, jetzt brauchen wir noch 3. Was gibt's noch? Wer hat noch was? Kommt schon, wer hat noch was? Ein Krokodil, genau, richtig. Ein Krokodil, jetzt haben wir 8. Ein Krokodil. Dann, was haben wir noch? Nochmal kurz nachdenken. Oh, Kopf wird immer schwerer. Ja, wer ist immer noch oben? Schön oben an. Das Kinn richtig auf die Brust drücken. Dann haben wir noch einen normalen Vogel. Der frisst Würmer. Genau, und am Ende noch haben wir einen, was nehmen wir noch? Eine Robbe. Genau, die Robbe ist nämlich Fische. Gut, habt ihr sehr gut gemacht. So, dann legen wir uns auf den Bauch. So, jetzt machen wir es ein bisschen für unsere Rückenmuskulatur. Wir machen eine Schiffchenposition. Wir machen so eine ähnliche Aufgabe. Ich gebe euch auch wieder was zum Raten. Ich zeige euch, wie es geht. Ihr legt, macht euch ganz lang Arme und Beine weg vom Boden und auch den Kopf hoch. Ja? So, ich mache es zu euch hin. Also, diesmal möchte ich von euch
Nehmen wir mal 8 Tiere, die nur im Wasser leben. Ja? Oder ich mache 10, weil ich ein bisschen älter bin wie ihr. Also ihr müsst so lange oben halten, bis wir 10 Tiere haben, die nur im Wasser leben und nicht an Land gehen. Ja? Nur im Wasser. Okay. Seid ihr bereit? Wenn ihr selber mit rein, ihr sagt Fisch, dann ist es ganz schön doof, weil dann sind alle Fische nämlich weg. Ja, wird schon schwierig. Also, es geht los. Arme lang und hoch geht's. Und ich sage ein Clownfisch. Ich sage ein Seepferdchen. Eine Qualle. Ein Blauwal. Ein Pottwal. Ein Hammerhai. Der weiße Hai. Jetzt wird's schwierig. Ein Dorsch. Ein Tintenfisch. Und den letzten noch eine Forelle. Und absetzen. Jawohl. Habt ihr auch gut gemacht. So, nächste Übung. Wir bleiben in der Position. Gehen auf die Ellbogen, setzen die Füße hinten auf und gehen hier hoch. Und halten uns so. Ja? So. Und diesmal möchte ich von euch. Was könnt ihr noch wissen? Wir nehmen mal 10 Süßigkeiten. Das heißt, ihr dürft in euren Supermarkt gehen und ihr dürft euch 10 Süßigkeiten einkaufen. So, seid ihr bereit? Ellbogen aufstützen. Fertig. Und hoch. Dann nehmen wir mal Schokolade. Wir nehmen Gummibärchen. Wir nehmen einen Lolli. Wir nehmen Kekse. Wir nehmen einen Kuchen. Wir nehmen Smarties. Wir nehmen Bonbons. Wir nehmen ein Eis. Wir nehmen Popcorn. Und wir nehmen noch Zuckerwatte. Gut, absetzen. Sehr gut gemacht. So. Letzte Übung. So hinsetzen. Arme hinten lang. Beine lang. Popo hoch. So halten. Ganz gerade halten. Drehe mich wieder zu euch hin. Und unsere letzte Aufgabe. Ihr dürft in Urlaub fahren. Das kennen wir gar nicht mehr, gell? Urlaub fahren. Und ihr dürft eure Tasche selber packen. Ja, eure Mama stellt euch einen großen Koffer hin und sagt so, jetzt tust du mal alles rein, was du mitnehmen willst. Ja? 10 Sachen müssen da rein. Okay, Beine lang. Puppe hoch. Und los geht's. Ich nehme mit eine Unterhose. Ich nehme mit ein Unterhemd. Ein T-Shirt. Eine normale Hose. Schuhe. Strümpfe. Ein Sonnenhut. Meine Spielzeugautos. Was zum Malen. Was noch? Was wollen wir noch mitnehmen? Eine Regenjacke, falls es regnet. Gut, und absetzen. Sehr gut. So, jetzt haben wir uns ein bisschen warm gemacht, haben uns ein bisschen gekräftigt. Und wir starten jetzt schon mal mit dem ersten Fallen. So, wenn wir fallen, gibt es, oder im Judo gibt es 3 Fallarten, das rückwärts, rückwärts, vorwärts und seitwärts. Und wir starten zum ersten Mal mit dem Rückwärtsfallen. Das machen wir jetzt die nächsten 3 Wochen immer wieder. Rückwärtsfallen ist ganz wichtig. Denn auch im Judo, wenn ihr mal später Judo macht, fallt ihr ganz oft. Dazu braucht ihr eine Fallhilfe. Das heißt, die, die schon öfters dabei waren, die kennen das schon. Ihr braucht eine dicke Decke, ein großes Kissen oder jetzt hier, ich habe meine Bettmatratze ausgeräumt, habe sie mit hergebracht. Oder ihr braucht die hier. Ja? So, bei der Matratze, oder wenn ihr jetzt eure Matratze habt oder eure Decke oder eure Fallhilfe, starten wir mal mit was ganz Einfachem. Das heißt, ihr geht runter in die Hocke, umarmt eure Knie. Und rollt nach hinten, sodass der Kopf nicht den Boden wird. Nicht so machen. Bumm.
So, ihr rollt euch ganz ein, Kopf immer hoch, geht wieder auf die Füße, rollt nach hinten, und wieder hoch. Auf die Füße, nach hinten, und wieder hoch. Das Ganze macht ihr eine Minute lang, oder macht eine halbe Minute, eine Minute ist ein bisschen lang. Schaut kurz die Uhr. Achtung, fertig, und los geht's. Halbe Minute lang im Hochkommen, nach hinten rollen, hochkommen, nach hinten rollen. Dabei aufpassen, dass der Kopf nicht den Boden berührt. Jetzt mal so. Ja. Und stopp. Gut. Das habt ihr gut gemacht. So, damit der Kopf nicht den Boden berührt, gibt es eine kleine Hilfe. Die Hilfe sind eure Beine. Wenn ihr also jetzt hingeht, nach hinten fallt, müsst ihr nach vorne eure Beine strecken. Nicht mehr so einrollen, nicht mehr euch an den Kuchen machen, sondern die Beine strecken. Wenn ihr seht, ich wippe hier schon nach oben. Denn das Gewicht der Beine zieht euch wieder so leicht nach oben. Denn als den Kopf schwieriger nach hinten zu knallen. Also, tief gehen. Immer tief gehen. Deswegen war es ganz anders, wenn ich so bin und in so Fall, da fällt der Kopf wieder von hier oben bis zum Boden. Aber wenn ich merke, ich muss tief gehen zum Fallen, ist es schon mal nicht mehr so hoch für den Kopf. Und jetzt die Beine strecken. Ganz lang machen, die Beine strecken. Und euch so halten. Kurz auf zwei zählen. Eins, zwei. Dann geht ihr wieder hoch. Dann wieder tief gehen. Kopf oben halten, ja. Immer das Kinn so auf die Brust drücken. So als ob ich hier einen 100-Euro-Schein festhalten möchte. Ja, so. Ja, nicht loslassen, sonst gehört er mir. Und die Beine strecken. 30 Sekunden lang. Und los geht's. Tief gehen, Kopf runter, tief gehen, nach hinten kippen, Beine schön strecken. Gleich nochmal von hinten, dass ihr auch den Kopf seht. Kopf runter, tief gehen, nach hinten kippen, Beine strecken. Gut, und stopp. Sehr schön. So, jetzt zum Schluss noch müsst ihr noch einen kleinen Trick anwenden, damit euch nicht die Luft rausgeht. So, warum geht mir die Luft raus? Wenn ich auf den Rücken knalle, falle ich auf diesen Bereich hier. Und wenn ihr euch hier aufmacht, was wäre denn da dahinter? Viele sagen das Herz, deshalb so ein bisschen hier unten, aber was direkt dahinter? Wenn ihr eure Hände drauf macht, dann atmet tief, dann wieder ausatmet. Wird das groß und klein. Das ist wie zwei Luftballone, die heißen Lunge. Ja, die Lunge sind wie zwei Luftballone. Ihr atmet ein, der pustet den Luftballon auf, dann atmet die aus und die Luft geht aus dem Luftballon raus. So, wenn ihr jetzt einen Luftballon nehmt und auf den Boden klatscht, so, was passiert mit dem? Der wird ganz flach. Ja, der kann ganz flach werden. Habe ich gerade einen da vom Sandor, einen Luftballon? Nein? Also der wird ganz flach und wenn er offen wird, die Luft dem rausgehen. So ist auch hier. Wenn ihr auf den Rücken knallt, dann geht die Luft raus und dann will die Lunge ganz schnell mit Luft, weil es ihre Aufgabe, Luft zu haben. Dann macht sie so. Ja? So, um das zu vermeiden, könnt ihr einen kleinen Trick anwenden. Der Trick sieht so aus. Ihr nehmt eure Hände, macht die Arme ganz lang, geht tief in die Hocke, wieder Kopf runter, nach hinten kippt, Beine strecken und bevor jetzt hier, bam, der Teil des Körpers auf dem Boden ist, klatscht ihr mit den Händen auf den Boden und dann ist das hier nicht mehr, ist der Druck hier auf den Luftballon, auf eure Lungen nicht so stark und dann geht euch die Luft nicht raus. Ja, ich zeige es nochmal. Ihr geht tief runter, in die Hocke, ab nach hinten, zack, rein. Aufpassen, dass nicht die Ellbogen den Boden berühren, weil da keine Kissen sind. Ja, merken, vorher erklärt.
Wenn ich so mache, aua, aua, wenn ich so mache, passiert nichts. Immer mit der Handfläche abschlagen, denn auch hier sind die Muskeln, da sind eure Kissen, hier sind gleich die Knochen, deshalb heißen die auch Knöchelchen. Ja? Also nicht so aufschlagen, sondern so, Handfläche. Okay, nächste Aufgabe. Tief gehen, runter, bumm. Ja, richtig reinhauen die Matte. Okay, los geht's, das machen wir eine Minute, weil das wichtig ist. Eine Minute rückwärts fallen, los geht's, Zeit läuft. Ich zeige es von jeder Seite mal vor. Ich fange von dieser Seite an, weil ich da gerade stehe. Tief gehen, Arme lang, kippen, Beine strecken, abschlagen. Geht zu der Seite. Ihr könnt immer weitermachen, aber wer es noch genau sehen will, kann auch zugucken. Und mit den Händen da abschlagen, wo ungefähr euer Popo ist. Ja, da, wo euer Popo ist, da schlagen die Hände ab. Nicht da oben. Ja? In der Körpermitte, wo ihr eigentlich den Hosengürtel habt, da schlagt ihr ab. Schön weitermachen. Und stopp. Gut. Jetzt müsst ihr euch einen kleinen Hocker oder so ein kleines Hindernis holen. Ich hole mal kurz einen kleinen Ball. Könnt ihr auch nehmen. Also Hocker oder Ball, ich habe jetzt hier einen Ball, da habt ihr nochmal einen Luftballon, der hat das Sand noch versteckt, der hat extra einen gebastelt vorher. Also das hier ist da dahinter, wenn ich einatme, Luft rein, wenn ich ausatme, Luft raus. Und wenn ich jetzt so mache, dann geht hier vorne, bam, die Luft raus. Ja, und dann habt ihr keine Luft mehr, dann müsst ihr erst mit Luft bekommen. Das heißt, ihr seht auch, wie flach das zusammengepresst wird. Und so ist das ungefähr hier genauso. Okay, so, jetzt mit einem Ball machen wir eine kleine Mutprobe. Wir machen die nächsten drei Mal immer eine schwierigere Mutprobe. Okay, jetzt setzt den Ball auf, setzt euch auf den Ball, so falle ich schon fast um. So, Kopf runter und dann kippt ihr nach hinten, vom Ball runter und abschlagen. Ich zeige es mal ohne Matratze. Auf der Judomatte ein bisschen besser. Da drauf sitzen, nach hinten kippen, abschlagen. Kopf immer oben halten, ja? Das Ganze auch eine Minute lang und loslegen. Zeig's nochmal. Ihr könnt auch, wie gesagt, einen kleinen Hocker oder irgendwie sowas nehmen, einen Eimer oder so, was ungefähr so groß ist. Setzt euch drauf, nach hinten kippen, bumm, abschlagen. Draufsetzen, kippen, abschlagen. Draufsetzen, kippen, abschlagen. Schön den Kopf oben halten, Beine strecken. Noch 20 Sekunden, startet das vielleicht nochmal dreimal, viermal. Sekunde läuft und stopp. So, sehr gut. Das war's für heute mal mit der Fallschule. Wie gesagt, fürs Rang und Raufen habe ich keine einzige Anmeldung. Aber wer Lust hat, ein paar Tipps zu bekommen, wie man kämpft oder ein paar Tricks beim Kämpfen anzugucken, der kann sich die anderen Videos gerne ansehen, die wir beim Fallschulrang und Raufen drauf haben. Und sonst reicht das mal für heute. Rückwärts fallen, nächste Woche nochmal, übernächste Woche auch nochmal. Und dann mal sehen, was wir im Februar machen dürfen. Also, tschüss, ciao, bye bye. Fallt ein bisschen, dass ihr mutiger
macht ein bisschen Krafttraining, dass ihr kräftiger werdet. Und dann bis in einer Woche. Tschüss!